Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Moment! Ich habe vermehrt gelesen, dass sich Leute wieder einen neuen Skin wünschen, damit man wieder sich optisch gestalten kann im Spiel. Zwar war der Wunsch Mr. Bean, nur leider gibt es von Mr. Bean noch nicht so richtigen Bauteile, um ihn richtig hinzukriegen. Von daher dachte ich mir, weil wir ja sowieso zurzeit ein bisschen im SpongeBob-Hype sind, dass wir mal gucken, ob wir uns da ein paar Figuren basteln. Und dabei kam mir Patrick entgegen. Den kann man sich eigentlich super kreieren. Zwar sind die Klamotten nicht so ganz wie das Original, trotzdem kommt es ziemlich nah. Von daher würde ich mal sagen, basteln wir uns Patrick heute. Dann machen wir uns mal ran an Patrick. Natürlich beginnen wir wie immer mit einem ganz einfachen No-Skin. Wir geben uns denn einmal auf Körperbasis, denn jetzt geht es ja erstmal an die Haut. Ich empfehle euch hier dieses Bullige, das passt super zu Patrick. Natürlich müssen wir ihn jetzt natürlich noch rosa einmal anmalen. Dann geht's schon weiter auf Frisuren. Da müssen wir einmal komplett bis nach unten scrollen und hier diese zurückgekämmten Haare einmal nehmen und die natürlich dann auch nochmal einfach rosa färben. Weiter geht's mit den Augen. Die Augen sind eine Spielerei für sich. Jeder kann nehmen, was er möchte, was er halt meint, wie er gerade gucken soll. Das kann man ja im Nachhinein immer ändern. Ich nehme erstmal hier diese aufgeregte, weil Patrick ist ja meistens ein bisschen überdreht und so. Da fände ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dann machen wir natürlich noch die Pupillen, am besten schwarz. Der Mund ist genau die gleiche Sache wie die Augen. Das ist einfach Spielerei, wie er sich gerade, sag ich mal, benehmen soll. Am besten so standardmäßig finde ich natürlich das Kauen, wo er ein bisschen Sabber vom Mund hat, passt super zu ihm. Man kann auch gerne irgendwas nehmen, wo er gerade spricht. Wie gesagt, das ist einfach eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss, wie man sich natürlich anpassen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal den Schrei. Vielleicht hat er irgendwas entdeckt. Gesichtsbehaarung, Arme, Beine, Größe. Na, bei Größe könnten wir vielleicht nochmal reinschauen. Ich würde mal sagen, Patrick, der hat nicht so schmale Arme, da würde ich ihn schon noch größere nehmen. Körpergröße, ganz groß würde ich nicht. Ich würde Standard lassen, das passt eigentlich zu Patrick. Weiter geht's mit dem Stil, da müssen wir ein bisschen improvisieren. Für Patrick haben wir natürlich nicht so die optimalen Kleidungsstücke. Natürlich wäre, sag ich mal, oben ohne am besten für Patrick. Aber davon haben wir leider noch nichts, da müssen wir halt erstmal was anderes nehmen. Ich würde natürlich mehr sowas nehmen, so Sommerbekleidung. Da haben wir auch was Kostenloses, so ein Tanktop, einfach so ein blaues. Man kann sich natürlich noch andere Sachen gerne kaufen, aber ich finde einfach so standardmäßig kostenlos, passt das Ganze, kann man ja nehmen. Untenrum sieht es ein bisschen anders aus, da müsst ihr, glaube ich, 1 Euro investieren. Da gibt es eine Hose, die passt da eigentlich relativ gut. Wenn die, sag ich mal, in lila und grün wäre, dann wäre das genau die Hose für Patrick. Ist jetzt natürlich jetzt, sag ich mal, mehr Blautönen, aber an sich genau die Hose, nur eine andere Farbe, dann hätten wir genau die richtige. Oberbekleidung, Kopfbedeckung, eigentlich egal, alles in Spielerei, kann man ja machen, wenn man möchte. Handschuhe auch, Schuhe, da könnten wir nochmal reingucken. Wenn man da so ein bisschen durchscrollt, findet man jetzt keine Schuhe, wo man barfuß ist, weil Patrick hat ja an sich keine Schuhe an. Von daher empfehle ich euch etwas, was kostenlos ist, was ich eigentlich gut finde. Und zwar gibt es hier oben etwas, was ihr mit einem Erfolg freispielen könnt. Einfach einen Blumentopf tüpfern und überleben und dann habt ihr dies, wo er, sag ich mal, mit einem Bein im Blumentopf steckt, der andere ist frei. Passend, kostenlos, würde ich mitnehmen und dann den Skin damit auszustatten. Eine weitere coole Sache ist, sag ich mal, Gesichtsgegenstände. Und zwar gibt es jetzt mit einem Erfolg, wo ihr, sag ich mal, eine Glocke im Villager Alarm schlagen müsst, wenn Zombies oder Skelette in der Nähe sind, kriegt ihr diese Nase frei. Und dann kann man super so Ich bin Thaddäus spielen. Und kann man sich einfach umbinden, nehmen. Ich finde das passend und warum nicht? Und voilà, der Patrick ist da. Und jetzt könnt ihr euch hier hinstellen und die ganze Zeit Ich bin Thaddäus spielen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Skin-Folge. Jetzt haben wir Patrick Star da. Jetzt können wir mit ihm rumlaufen, ein bisschen spielen. Natürlich auch dank der tollen Thaddäus-Nase, die wir in letzter Zeit bekommen haben, können wir natürlich hier Ich bin Thaddäus spielen. Passt ja immer relativ gut. Benutze ich auch eigentlich privat hier sehr gerne diesen Skin. Zurzeit, naja, jedenfalls Skins-mäßig, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das Ganze wird ja noch ausgebaut mit den Emotes und Klamotten-mäßig. Da kommt noch einiges dazu. Da kriegen wir bestimmt noch einige Skins in Zukunft hin. Müssen uns aber immer noch ein bisschen gedulden, weil nicht alles ist derzeit machbar. Ihr seht ja auch hier, Patrick, da muss man ein bisschen, ja, sag ich mal, improvisieren mit den Klamotten, damit das auch alles irgendwie passt. Naja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Darum kommen jetzt nicht so unbedingt häufig Skin-Tutorials, weil wir die Bauteile brauchen. Naja, ansonsten hoffe ich, dir hat die Folge wie immer gefallen und dann sehen wir oder hören uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!